Wir wollen drittstärkste Kraft bleiben. Wir streben ein zweistelliges Ergebnis an. Vor allen Dingen aber kämpfen wir um einen Politikwechsel in Deutschland. Es gibt zwei zentrale Punkte, die unseren Wahlkampf prägen werden. Wir wollen, dass nach den Wahlen im September der soziale Zusammenhalt in Deutschland wiederhergestellt wird. Wir sehen in unserem Land große Probleme, wo wir handeln müssen, wo es Bedarf gibt zu handeln. Das wollen wir in unserer Kampagne deutlich machen. Und zweitens sehen wir das große Projekt Europa, was ein Projekt des Friedens war, gefährdet. Und deswegen brauchen wir in Deutschland einen Wechsel in der Politik. Darum werden wir kämpfen. Die Linke ist die einzige Partei, die klar und deutlich sagt, wir werden die Kanzlerschaft von Angela Merkel nicht verlängern. Das sagen weder SPD noch FDP noch Grüne. Bei uns ist ganz klar, wir wollen Angela Merkel als Kanzlerin ablösen. Wir streben ein Mitte-Links-Bündnis an. Aber in diesem Wahlkampf ganz klar und eindeutig kämpfen wir für die Linke. Wir wollen Gewicht auf der Waage des Politikwechsels sein. So ist unsere Kampagne ausgelegt. Wir haben als Partei Die Linke einen Wahlkampfetat von 6,5 Millionen Euro. Das ist etwas mehr, als wir in den Wahlkampf 2013 investiert haben. Wir werden mit diesem Wahletat nicht mit den großen Parteien mithalten können. Das ist aber auch nicht mein Ehrgeiz. Wir werden mit diesen Mitteln gut als Partei unterwegs sein und den Wahlkampf organisieren können. Wir werden ungefähr ein Drittel dieses Wahletats in die klassische Plakatkampagne investieren. Das heißt sowohl in die mobilen und festen Großflächen. Die erste dieser Großflächen werden wir Ihnen nachher hier auch gleich zeigen und in die Personen- und Themenplakate, die bundesweit an den Masten im Sommer zu sehen sein werden. In Zahlen sind das 2.564 mobile und feste Großflächen. Das ist mehr, deutlich mehr als 2013. Wir haben in Summe ungefähr 400.000 Plakate bundesweit im Straßenbild in diesem Sommer von der Partei Die Linke. Wir werden natürlich auch mit anderem Wahlkampfmaterial als nur den Plakaten unterwegs sein. Ich will zwei Dinge benennen aus dem breiten Angebot. Das eine ist unsere Wahlzeitung. Die Wahlkampfzeitung wird das auflagenstärkste Wahlkampfmittel werden, was wir in diesem Wahlkampf einsetzen, mit einer Auflage von knapp 11 Millionen Stück. Diese Wahlzeitung ist regionalisiert, das heißt, in jedem Bundesland wird es ein Stück weit eine sehr speziell auf dieses Bundesland zugeschnittene Wahlzeitung geben. Und das Kurzwahlprogramm, Sie wissen, wir haben einen Programmparteitag hinter uns, wo wir ein langes und sehr konkretes und sehr durchdetailliertes Programm beschlossen haben. Aber wir haben trotzdem Mut zur Kürze und werden das zusammendampfen auf ein Kurzwahlprogramm, was wir im Straßenwahlkampf einsetzen werden. Und das werden wir in einer Auflage von ungefähr 3 Millionen an die Bürgerinnen und Bürger bringen, an den Infoständen, auf Kneipentouren, beim Haustürwahlkampf, beim Nachbarn, überall, wo Linke Wahlkampf machen werden. Wir werden Wahlkampf auch, das wird Sie nicht überraschen, in den sozialen Netzwerken machen. Wir sind in diesem Metier im Online-Wahlkampf eine erfolgreiche Partei. Darauf weise ich immer wieder gern hin. Wir haben im Zuge der Wahlkampagne 2013 unter den Bundestagsparteien den Spitzenplatz erobert. Das heißt, wir haben beispielsweise bei Facebook die meisten Follower von allen Bundestagsparteien. Diesen Platz wollen wir natürlich nicht nur halten, sondern wir wollen ihn auch ausbauen. Der Wahletat zum Online-Wahlkampf ist auch noch einmal deutlich erhöht worden auf 450.000 Euro. Von diesen 6,5 Millionen werden wir für den Online-Wahlkampf einsetzen.